Hex, Hex, bling, bling. Okay, Spaß beiseite. Hallo, ich bin euer Dan F und mir fallen langsam keine Begrüßungen mehr ein. Ich muss mir das mal zusammen googeln irgendwann. Na egal. Diesmal mache ich kein Tutorial, wie ihr gerade vielleicht seht, sondern einfach nur ein bisschen Gequatsche, damit ihr überhaupt was von mir habt. Nein, Spaß. Was ich sagen wollte ist, ihr könnt mir gerne wieder Nachrichten schreiben. Ich habe auf viele Nachrichten noch gar nicht geantwortet, die ihr mir die letzten 3 Monate geschrieben hattet, weil ich war eine Weile ganz selten online und habe da jetzt ein bisschen was nachzuholen. Das werde ich vielleicht demnächst mal machen. Viele von euch haben die Probleme wahrscheinlich schon gelöst und haben sich darüber geärgert, dass ich nicht geantwortet habe, aber was soll ich machen? Ich mache das ja nicht mit Absicht oder so. Ihr könnt mir auf jeden Fall gern wieder schreiben. Ich habe jetzt die letzten Wochen immer auf alles geantwortet, eigentlich, was neu reinkam. Ja, also über neue Nachrichten würde ich mich gern wieder freuen, damit ihr Bescheid wisst, auch die Leute, die denen ich noch nicht geantwortet habe. Ihr könnt auch gern nochmal fragen, dann weiß ich, dass das Problem noch besteht. Das könnt ihr auch machen. Ja, wie auch immer, ich werde jetzt auf jeden Fall regelmäßiger ankommen, glaube ich zumindest. Wie auch immer. Was steht noch so an? Ach ja, richtig. Viele von euch, naja. Ja, viele von euch, glaube ich, haben es ein bisschen schwieriger, Fragen zu formulieren oder Probleme zu beschreiben. Das ist mir schon aufgefallen, seit ich bei YouTube bin. Entschuldigung. Wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, dann schreibt bitte sowas wie, keine Ahnung. Also schreibt mir erstmal auf jeden Fall in die Betreffzeile, schreibt mir bitte euer Problem hinein, also kurz in 3, 4 Worten zusammengefasst. Schreibt dort nicht RPG Maker XP rein. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich genau diesen Betreff lese. Oder nur RPG Maker, das lese ich so oft, ich kann das dann überhaupt nicht zuordnen. Weil eure Namen merke ich mir nicht. Oft versuche ich mir die Bilder zu merken, das geht einigermaßen. Aber da gibt's ja auch doppelt und dreifach verwendete Bilder. Und deswegen, das fällt mir dann sehr schwer. Schreibt in die Betreffzeile kurz und knapp, was euer Problem ist, damit ich das besser zuordnen kann. Ja, dann haben wir erstmal die Betreffzeile. Gut, als nächstes schreibt bitte nicht sowas wie: Bei mir geht der RPG Maker nicht. Kannst du mir helfen? Sowas bitte nicht schreiben. Nicht. Nein, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Wie soll ich euch dann helfen? Schreibt sowas wie: Ich habe den RPG Maker XP aus deinem Kanal gedownloadet, beziehungsweise über den Download-Link gedownloadet und habe Windows 7, habe den Administrator-Modus ausprobiert und dennoch startet das Spiel bei mir nicht. Sowas. In dieser Form würde ich das gerne sehen. Und nicht einfach nur: RPG Maker startet nicht. Ich helfe euch ja gerne, nur dann muss ich noch 2, 3 Mal nachfragen. Also schreibt mir auf jeden Fall das Betriebssystem hin. Und was ihr bis jetzt schon versucht habt, um den RPG Maker zu starten. Zum Beispiel. Oder manche von euch versuchen zu beschreiben, was sie im RPG Maker versucht haben zu tun. Das könnt ihr, müsst ihr auch nicht unbedingt tun. Das bringt mir gar nichts im Prinzip. Am besten schickt ihr mir Screenshots. Das ist gut von den Befehlen, die ihr in den Events verwendet habt. Beschreibt da nicht lange, was ihr gemacht habt, sondern schickt mir Screenshots. Gebt einfach bei Google Bilder hochladen ein und ladet da auf irgendeine Seite eure Bilder und schickt mir die Links dazu. Und schreibt
kurze Texte drunter, was ihr damit eigentlich... Oh, Entschuldigung. Ach man, irgendwas stimmt heute nicht mit mir. Nein, schreibt unten in die... unter die Links, was da auf den Bildern zu sehen ist, damit ich das weiß. Ja, das ist... Das bringt mir dann tausendmal mehr, als wenn ihr schreibt, ja, ich habe so ein Farming-System versucht zu machen, aber irgendwie funktionieren bei mir die Kartoffeln nicht. Ja, dann kann ich auch nicht helfen, weil ich weiß ja nicht mal, wie die Kartoffeln von innen aussehen. Also zeigt mir einfach die Events, wie sie von innen aussehen, also wie der Hintergrund funktioniert. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Weil... man kann ja verschiedenartig an ein Problem herangehen. Über verschiedene Wege. Man kann ja auch in Mathe verschiedene Rechenwege nehmen und auf das gleiche Ergebnis kommen. Und ich würde dann gern euren Rechenweg sehen. Dann kann ich euch nämlich sagen, was ihr bei eurem falsch gemacht habt. Sonst versuche ich es an meinem zu erklären und dann sagt ihr, ich habe es ja komplett anders versucht. Jetzt sehe ich irgendwie nicht mehr durch und dann bringt es mir auch nichts, weil dann reden wir aneinander vorbei und ja, ich versuche mir irgendwie Screenshots zu schicken oder schickt mir eine Beta-Version von euch, dann kann ich die bei mir mit einem RPG-Maker öffnen und kann es mir dann so angucken, das würde auch gehen. Ja, was noch? Ja, also das war es eigentlich im Grunde zu den Nachrichten. Schreibt so viel Informationen wie möglich in eine Nachricht rein, dann brauche ich nicht nachfragen noch dreimal. Weil ich komme vielleicht ein, zweimal die Woche online. Und wenn ich dann zum Beispiel, was weiß ich, mal am Sonntag online bin zum Beispiel, dann sehe ich so eine Nachricht wie, kannst du mir irgendwie helfen, kannst du mir bitte helfen? Dann sage ich, ja, wo ist denn dein Problem? Eine Woche später lese ich das Problem, dann antworte ich drauf und dann lese ich wieder eine Woche später, ach nee, hatte sich schon erledigt gehabt. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also dadurch, dass ich nicht jeden Tag online komme, würde sich das nur sinnlos verzögern, wenn ihr wenn ich da 100-mal nachfragen muss. Am besten die Informationen alle möglichst in eine Nachricht pappen, so viel wie möglich. Wie gesagt, Screenshots wären am besten. Das würde mir am meisten helfen. Gut. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, also Nachrichten könnt ihr mir wieder schreiben. Da wäre ich froh darüber. Was heißt froh? Also, ich kann auch drauf verzichten. Nein, Spaß. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Hoffe ich. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, ach ja, richtig. Richtig. Ich würde mich über Spiele von euch mal freuen. Weil ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Dadurch, dass mein Computer mal wieder ein bisschen funktioniert, ne? Würde ich mich mal gerne an eure Spiele wagen. Ihr hattet mir eine Zeit lang, vor einem Jahr oder so, hattet ihr mir ab und zu mal ein paar Spiele geschickt, ein paar Beta-Versionen. Und dann, als ich dann nicht mehr so online war, da hat sich das dann ein bisschen erübrigt, da ist das dann nicht mehr so oft passiert. Vor allem, weil auch die YouTube-Gruppe geschlossen wurde, für die, die sich noch erinnern können. Dadurch ist dann quasi meine Community ein bisschen ausgetrocknet. Ja, also es gab keinen Austausch mehr von Informationen, wie weit jeder mit seinem Projekt ist. Und das finde ich ein bisschen schade. Vor allem, weil ja mittlerweile jetzt ein Jahr vergangen ist, schon wieder. Da müssten auch welche fertig sein. Also wenn ihr ein fertiges Projekt habt, schickt's zu mir. Ich würde es gerne spielen. Zumindest mal anspielen. Durchspielen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber anspielen würde ich es auf jeden Fall. Wenn es gut ist, würde ich es sogar durchspielen. Also das würde ich mich freuen. Was hat natürlich noch so für... Dinge. Ich habe ja noch ein paar Minuten zu plaudern. Ja, ein bisschen plaudern. Und wenn es euch nervt, meine Stimme zu hören, einfach Daumen nach unten drücken, dann mache ich das nie wieder. Einfach bei bewerten Daumen nach unten. Ja, was habe ich noch so zu besprechen?
Ja, was habe ich noch so zu besprechen? Gute Frage, ne? Nee. Ach ja, was hättet ihr denn so gerne für Tutorials die nächste Zeit? Das würde ich auch mal gern wissen. Weil irgendwie verwirren mich auch eure Kommentare mittlerweile schon. Ah, die sind so gegen, so widersprüchlich teilweise. Das ist ja schon schlimm. Ja, weil einige von euch, die fragen mich nach zum Action-Kampfsystem mit Schwertkämpfen und dann regen sich schon wieder die nächsten auf, dass ich ein Action-Kampfsystem über Schwertkämpfen mache. Das ist so verwirrend. Also soll ich nur sowas machen oder nicht? Das will ich von euch mal wissen. Am besten ihr schreibt mir einfach unten hier unter diesem Video Kommentare, was ihr sehen wollt. Und wenn ihr seht, dass da schon jemand das Kommentar geschrieben hat, zum Beispiel, ihr wollt sehen, was wollt ihr sehen? Wie man einen Spielautomaten macht, so einen einarmigen Banditen. Wie man sowas macht und wenn ihr das sehen wollt, das ist nur ein Beispiel, wehe, ihr schreibt das dahin. Ich merke das, wenn ihr das dahin schreibt. Also wehe. Okay. Dann ist geklärt. Also nein, wenn ihr seht, ah, da hat schon jemand mit einarmigen Banditen was hingeschrieben, dann schreibt es bitte nicht nochmal hin, sondern macht einfach Daumen nach oben. Weil sonst muss ich die Kommentare zählen und das dauert mir zu lange. So habe ich eine Anzeige, ah, 5 Daumen dafür. Ein Daumen dafür, okay, weiß ich Bescheid. Genau. Das wäre auch gut, weil es verwirrt mich wirklich langsam. Was ist langsam? Also bei dem Action-Kampfsystem hat es mich eigentlich verwirrt, weil ich glaube, ich habe 2 Leute oder so gehabt, die sich darüber beschwert haben, dass ich das Tutorial mache. Und gefreut haben sich, glaube ich, auch nur 2. Also, na gut, okay, es gab ja ein paar Daumen nach oben. In den Kommentaren stand halt nichts darüber. Aber okay, die Daumen nach oben zählen ja trotzdem als Freude, glaube ich. Also ich glaube schon, dass das Anklang findet, aber ich will halt keine Videos machen, die ihr nicht guckt. Beziehungsweise, was heißt nicht guckt? Ich mache auch Videos, die ihr nicht guckt, aber es bringt nichts, wenn ich Videos mache, die ihr nicht sehen wollt. Also wo ich dann nur, wo ich dann quasi Videos mache über Themen, die euch im Prinzip gar nicht interessieren. Das bringt ja in dem Sinne nichts. Deswegen hier unten in die Kommentare rein, was ihr als nächstes für Tutorials sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall das Action-Kampfsystem fertig machen, aber nicht heute mehr und nicht morgen und nicht übermorgen. Also da werde ich mir mal Zeit nehmen irgendwann. Das versuche ich am besten auch in einem Rutsch zu machen. Zwar nicht alles in einem Rutsch hochzuladen, aber mal irgendwie einen Tag frei nehmen und das dann in einem Rutsch zu machen. Das wäre am besten. Ja. Das wäre echt am besten. Dann bräuchte ich mich nur noch ums Hochladen kümmern. Habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwas habe ich bestimmt noch vergessen. Also Nachrichten könnt ihr mir gut und gerne wieder schreiben mit vielen neuen Fragen, die gut beschrieben sind, bitte, und mit Screenshots am besten. Dann eure Beta-Version oder Vollversion von eigenen Spielen oder von Spielen, die euch gefallen, würde mich auch freuen. Spielempfehlungen nehme ich immer. Bin ich dabei. Aber bitte RPG Maker XP. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, also das würde ich gerne. Dann, was ihr für Tutorials sehen wollt, würde ich gerne wissen. Ja, das würde ich gerne wissen. Und unter anderem, ob ihr das Menü-Tutorial jetzt nur sehen wollt oder nicht, weil da gab es auch irgendwie weniger Anklang, glaube ich. Also hatte ich so das Gefühl. Ja, okay, diese 3 Punkte, diese 3 Sachen reicht ja erstmal. Für ein Video. Na gut, dann tschüsseli, ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht. Ach Mann. Na gut. Daumen nach unten, wenn euch das Video nicht gefällt.